Von den 8 Zaubern, den jedes der 4 Völker hat, gibt es nur einen, den sich alle Völker richtig teilen. Das ist der Geschenkzauber. Abkürzung ist etwas komplizierter, da ihn zwar alle Völker haben, aber jedes Volk eine besondere Eigenschaft damit verknüpft hat. Werfen wir mal einen genaueren Blick auf diesen Zauber, seine Einsatzgebiete, Einschränkungen und mögliche Zweckentfremdungen. Der ursprüngliche und namensgebende Einsatzzweck war das Schmelzen von Schnee, um einen Weg für eure Einheiten freizumachen. Schnee ist hierbei gleichzusetzen mit Lava, die werden vom Spiel gar nicht unterschieden. Es gibt einige Karten, auf denen das nützlich oder gefordert ist, aber auf Zufallskarten ist dies eher selten der Fall. Noch dazu können wir, anders als noch in Siedler 3, keine Bodenschätze unter Schnee finden, da darunter schlicht keine platziert werden können. Definitiv einer dieser Fälle, wo S3 seinem kleinen Bruder überlegen ist, und dabei hat man Schneeschmelzen dort noch auf die Asiaten beschränkt. Besonders hart trifft es die Ägypter, die gleich 2 Varianten des Abkürzungszaubers haben, von denen einer auch noch Horus Hitze heißt, aber völlig machtlos gegen Schnee ist. Mit dem Trojaner-Add-on kam die Fähigkeit dazu, dunkles Land zu begrünen. Pilzfarmen können auf diese Weise sofort zerstört werden. Ein Nebeneffekt dieser Änderung ist aber, dass sie das dunkle Volk komplett trivialisiert. Da die Flammen des dunklen Tempels auf grünem Land wirkungslos werden, ermöglicht der Abkürzungszauber den Tempeltrick, wodurch ein TV-Spieler eliminiert werden kann, ohne eine einzige Pilzfarm zerstören zu müssen. Hier wird bereits ein Verhalten des Abkürzungszaubers deutlich, das eigentlich Sinn ergibt, aber auch zu Problemen führt. Wenn der Zauber Gelände verwandeln soll, priorisiert er immer den Geländetyp, der auf dem Zauberpunkt präsent ist, sofern dieser umgewandelt werden kann. Wenn dort dunkles Land ist, aber direkt daneben Gras, wird der Zauber das dunkle Land im Gebiet verwandeln, aber keine Änderungen am Gras vornehmen. Umgekehrt wird das Gras verwandelt und sogar das Gras unter dem dunklen Land, aber das dunkle Land selbst wird nicht entfernt. Ebenfalls mit dem Trojaner-Add-on kam jeweils eine völkerspezifische Eigenschaft des Zaubers. Die Römer können Sumpfgebiete in Grasland verwandeln. Leider ist dies auf Zufallskarten absolut nutzlos, da dort keine Sümpfe generiert werden. Aber falls ihr auf eurer Karte etwas haben wollt, was nur ein Römer erreichen kann, bietet sich Sumpf dafür an. Die Wikinger sind auch nicht viel spektakulärer, denn sie können Wüste zu Wiese verwandeln. Das ist zugegebenermaßen gelegentlich nützlich, wenn Bauplatz knapp ist, aber kleine Wüstengebiete, wenn sie nicht gerade an wichtigen Orten liegen, können ohnehin schon für Bienen zweckentfremdet werden. Dass diese dort keinerlei Nahrung finden dürften, sei mal dahingestellt. Die Mayas haben locker den nützlichsten Abkürzungszauber, denn sie können auf Gras künstliche Wüsten anlegen. Das macht es nicht nur unmöglich, ihnen den Zugang zu ihrer Mana-Produktion zu verweigern, es kann auch als Griefing-Tool eingesetzt werden, der nur Mayas und Trojaner auf Wüste bauen können. Die Trojaner können Gras zu Schlamm verwandeln. Das ist leider etwas unterwältigend. Trojaner und Wikinger können zwar auf Schlamm bauen, aber auf Schlamm wächst rein gar nichts, also bringt es Trojaner für ihre eigene Entwicklung auch erstmal nichts. Es macht den Zauber potenziell zu einem starken Griefing-Tool, da kein Volk einen Gegenzauber kennt und Ackerbau sowie Forstwirtschaft am Zielort dauerhaft unmöglich wird. Das schafft nicht mal der Wüstenzauber, da die Wikinger ihn umkehren und die Mayas sowie Trojaner selbst auf Wüste noch Palmen kultivieren können. Der Abkürzungszauber entfernt zusätzlich noch alle Deko-Objekte im Wirkradius, einschließlich Bäume und Bausteine. Das gilt sogar für Objekte, die im Zielterrain natürlich vorkommen würden oder zumindest mit diesem kompatibel wären. Man könnte also als Maya oder Trojaner einem Gegner ein Steinfeld nehmen. In der Praxis steht uns aber ein Umstand im Weg, der den Zauber in belebten Gebieten ziemlich unzuverlässig machen kann. Straßen sind kein Overlay wie dunkles Land, sondern ein eigener Terrain-Typ, der aus Gras entstehen kann. Wie ihr vielleicht auch gemerkt habt, ist kein harter Übergang zwischen Schlamm, Wüste und Fels möglich. Dazwischen muss immer mindestens eine Reihe Gras liegen. Straßen sind also nicht nur selbst völlig immun gegen solches Terraforming, sondern schützen auch die unmittelbar angrenzenden Felder davor. Generell lässt der Zauber auch gerne mal Flecken zurück, wenn er es nicht mit einer großen, zusammenhängenden Masse eines Terrain-Typs zu tun hat. Flecken, die man danach auch im schlimmsten Fall nicht wegkriegt. Da hilft dann auch kein weißer Riese mehr. Ich hoffe, dass man bei Settlers United noch ein paar Wege finden kann, den Zauber zu verbessern. Theoretisch ist bereits bekannt, wie man die geänderten Terrain-Typen austauscht. Das funktioniert aber nicht immer in der Praxis. Ideal wäre es meiner Meinung nach, wenn der römische Zauber Hügel für den Weinanbau schaffen könnte, Straßen vom Zauber wie Gras behandelt werden und unter Schnee wieder Rohstoffe gefunden werden können. Bis auf das zweite halte ich es aber noch für sehr unwahrscheinlich, dass wir das in S4 sehen werden.